Ein gesundes neues Jahr 2020. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Es ist geschafft, 2019 ist Geschichte. Das Jahr 2019 war irre spannend. Vieles hat sich in der gesetzlichen Rente getan. Erinnern Sie sich vielleicht noch an die Mütterrente 2 zum 1. Januar 2019, an die neue Zurechnungszeit für die Erwerbsminderungsrente und Hinterbliebenenrente? Auch 2019, die Rentenerhöhung 2019 zum 1.7. war auch nicht schlecht. Die Beitragsentlastung für die Betriebsrentner war auch ein ganz spannendes Thema. Und natürlich die Grundrente, die zum 1. Januar 2021 beginnen soll. Was wird 2020 passieren in der Rente? Wir werden wieder vieles Neues erfahren zum Thema Grundrente. Es geht im Januar wieder los mit dem Gesetzgebungsverfahren. Hubertus Heil hat es angekündigt. Im Frühjahr 2020 werden wir wissen, wie hoch die neue Rentenerhöhung 2020 ausfällt, zum 1.7.2020. Die Prognosen dazu stimmen ja schon mal zuversichtlich. Hubertus Heil, unser Bundesarbeitsminister, will die Selbstständigen, ca. 3 Millionen Menschen, in die gesetzliche Rentenversicherung bringen oder zumindest dafür sorgen, dass alle eine ausreichende Altersvorsorge nachweisen können. Auch ganz spannendes Thema, wie das umgesetzt wird. Und die sogenannte Rentenkommission wird sich im Frühjahr 2020 zur Zukunft der deutschen Rentenversicherung äußern. Es geht vor allen Dingen auch wieder um die Frage, wird das Renteneintrittsalter von derzeit 67 Jahre auf 69 Jahre angehoben. Fest steht eins, das Jahr 2020 wird auf jeden Fall extrem spannend werden, was das Thema der gesetzlichen Rente anbetrifft. Trotz allen Arbeitseifer und auch gelegentlichen Stress wünschen wir Ihnen nur das Beste, Gesundheit und ein bisschen Glück für das Jahr 2020. Ihr Team von rentenbescheid24.de.